Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer der vedischen Astrologie-Schule. In diesem ca. 15- bis 20-minütigen Video geht es um die Deutung des Monats September 2023 für Sie als Aszendent Löwe anhand Ihres vedischen Monatshoroskops. Zwei kurze Hinweise, ehe wir loslegen. Erstens, wie immer, nehme ich die Deutung vor anhand Ihres Aszendenten Löwe, nicht anhand Ihres Sonnen- oder Sternzeichens Löwe, wie Sie das vielleicht aus der westlichen Astrologie gewohnt wären. Das bedeutet, Sie müssen wissen, ob Sie Aszendent Löwe sind. Sollten Sie nicht wissen, welcher Aszendent für Sie maßgeblich ist, finden Sie unterhalb in der Videobeschreibung einen Link, wie Sie gratis Ihr vedisches Horoskop mit diesen Einstellungen hier erstellen können. Das Symbol im ersten Haus, das Zeichensymbol, zeigt dann Ihren Aszendenten an, das für diese Deutung hier zugrunde gelegt worden ist. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, selbstverständlich kenne ich Ihre Planeten in Ihrem Geburtshoroskop nicht, weil ich ja nicht Ihre Geburtsangaben habe. Trotzdem kann man aber auch schon ohne Ihr Geburtsdatum allein anhand Ihres Aszendenten und der Reise der 9 Transitplaneten der vedischen Astrologie durch Ihre 12 Häuser im Horoskop wichtige Trends und Themen für den kommenden Monat aufzeigen. Allerdings, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, für exaktere Vorhersagen, Deutungen und Analysen empfehle ich Ihnen ein persönliches vedisches Horoskop. So etwas erstellt meine Ehefrau Brunhilde Feiner, die ebenfalls hauptberuflich in der vedischen Astrologie tätig ist. Sie macht manuelle Ausarbeitungen, meist mit Audio-Datei dazu. Sie finden dazu, wie Sie auf Ihre Seite kommen, auch den Link unterhalb in der Videobeschreibung. Ansonsten sei nur noch darauf hingewiesen, dass Sie sich auch umschauen können bei meiner Schulseite. Ja, falls Sie die vedische Astrologie erlernen wollen, weil Sie das Leben besser verstehen wollen, sich selbst besser verstehen wollen, Ihre Mitmenschen besser verstehen wollen, das Leben besser verstehen wollen, dazu hilft Ihnen eben hier der Link auch in der Videobeschreibung, wie Sie auf meine Schule kommen, um über diese mehr Informationen erhalten zu können. Außerdem ist dort auch der Link, wie Sie sich für meinen Newsletter eintragen können, der auch sehr, sehr gerne gelesen wird, erscheint einmal monatlich gratis. Und auch der Link zu meiner Blogseite, wo auch immer wieder neue spannende Artikel kommen. Okay, das wäre es gewesen, dann können wir ja jetzt schon loslegen. Und zwar haben wir hier Ihren Chart mit wichtigen astrologischen Daten und den Stand der Planeten am 1.9.2023. Wir beginnen mit der Deutung der langsam laufenden Planeten. Das sind die Planeten Saturn, Jupiter und die karmische Achse Rahu-Ketu. Diese drei Faktoren laufen am Himmel durch ein Zeichen bzw. ein Haus. Zwischen einem Jahr sind die im gleichen Haus bzw. Zeichen bis sogar maximal 2,5 Jahre bei Saturn. Ja? Und deswegen beschreiben diese drei Faktoren ihre längerfristige Schicksalssituation. Sie färben maßgeblicher den Weg, die Schicksalsstraße, auf der sie in den nächsten Monaten marschieren werden. Und deswegen beschreibe ich zunächst diese drei Faktoren. Wir beginnen mit dem Saturn. Der ist seit 8. März diesen Jahres in den Fischen, worin er bis Frühjahr 2026 sein wird. Er ist dort in Ihrem 8. Haus. Nun, Saturn steht für die Arbeit und für die Verpflichtungen, die wir übernehmen, die Dinge, die getan werden müssen, ja, die Dinge, für die wir verantwortlich sind. Er steht jetzt im Haus der großen Veränderungen. Das bedeutet, die Energie, ja, die in der Luft liegt bei Ihnen, ist auf eine längere Sicht gesehen, dass es zu Veränderungen kommt in Ihrer beruflichen Ausrichtung.
Das bedeutet, wenn Sie über einen Wechsel nachdenken, dann ist dies durchaus eine Zeit, die das hier von den planetaren Energien her unterstützt. Sie haben aber auch mit Saturn in Haus 8, gibt es aber auch noch andere Faktoren. Denn der Saturn hat viele Verbindungen, sage ich jetzt mal, mit dem 8. Haus. Zum Beispiel, das 8. Haus steht für unsere psychologischen Schwächen, ja, für unsere Schattenseiten. Saturn steht auch dafür. Wenn jetzt eben hier zweimal was angezeigt wird, dann bedeutet dies, dass diese Themen Ihnen näher sind. Das heißt, Sie könnten jetzt leichter an Ihren Untugenden arbeiten, dass Sie Ihnen die mehr bewusst werden, Sie deutlicher an denen arbeiten, hier besser vorwärts kommen. Das 8. Haus kann aber eben auch anzeigen, dass es zu gewissen, sag ich jetzt mal, Veränderungen mit anderen Verpflichtungen kommt, die Sie übernommen haben. Saturn steht ja auch für die älteren Geschwister oder für Ältere im Allgemeinen. Ja, vielleicht, wenn Sie ältere Geschwister haben, vielleicht haben die dadurch auch eine etwas stressigere Zeit oder werden von gewissen unerwarteten Veränderungen eher heimgesucht. Nun komme ich zu Jupiter im 10. Haus. Er steht ja dort im Zeichen Stier. Das ist ja sehr interessant. Ne? Ich sprach gerade über das, was Saturn hier im 8. Haus tut. Jetzt haben wir den anderen Schicksalsplaneten im Haus der Karriere, im Haus des Berufs, im 10. Das bedeutet, dass Sie jetzt mehr Wert darauf legen, dass Ihre berufliche Ausrichtung mehr getragen ist von einem ethischen und moralischen Maßstab. Das ist ja sehr interessant, ne? Weil Löwe-Aszendenten sind ja auch Führer, sind eher Macher. Das sind eher Menschen, die, wie soll ich sagen, die andere auch inspirieren. Und so kann durch Sie, ja, wenn Sie jetzt einen kritischeren, ethischen, moralischen Maßstab an Ihre berufliche Ausrichtung anlegen, können durch Sie sehr viele gute Impulse ausgehen in der Arbeitswelt. Jupiter steht aber auch für Weisheit, für das größere Bild, aber auch für die Spiritualität und für die göttliche Ordnung. Und diese Themen, ja, nehmen einfach mehr Einfluss auf Ihre berufliche Laufbahn. Im positiven Sinne kann dadurch Jupiter auch mehr Freude oder mehr Sinn in Ihrer beruflichen Ausrichtung fördern, was dann auch in einem Karrierezuwachs, ja, münden kann. Ein Karrierezuwachs muss sich nicht immer finanziell nur auszahlen, sondern Erfolg ist ja auch das, wenn Sie zum Beispiel mehr das machen, wozu Sie stehen können, oder wenn Sie etwas machen, worin Sie einfach Freude haben, weil Sie es tun, weil Sie dankbar sind. Hurra, ich habe diese Arbeit und ich darf das machen und ich freue mich das so, dass ich das mit den anderen teilen kann und dass es auch einen Nutzen für meine Mitmenschen hat. Ja? Und was, dann kommt automatisch auch etwas zurück, weil man versteht mit Jupiter in Haus 10 auch eher, dass der Erfolg ja vom Karma abhängt, was Sie in den Äther gesandt haben und nicht nur von den eigenen Bemühungen, die jetzt gestartet werden. Nun haben wir noch Rahu. Rahu im 9. Haus hier im Widder, dort ist er ja Juli diesen Jahres eingetreten, ist er jetzt 18 Monate, dementsprechend ist Keto jetzt im 3. Haus. Das bedeutet, wir haben mit Rahu im 9. Haus jetzt eine Energie, die Sie auch mehr inspirieren will, Ihren Sinn mehr zu finden im Leben. Ja? Deswegen, Rahu macht es aber mehr über den Weg, dass er mit Ihren gewohnten Weltanschaulichen, mit Ihrer gewohnten Weltanschauung oder mit Ihrem bisherigen Glaubenssystem, dass er da gewisse
Dinge aufzeigt, die eben nicht mehr rund sind. Sie wollen, dass sie aber jetzt hier vorwärts kommen. Sie wollen das Leben mehr aus einer ganzheitlichen Perspektive besser verstehen können. Das ist mit Raucho in Haus 9. Ja? Und das wird aber gefördert, in diese Richtung zu tun oder sich in diese Richtung zu bewegen, dass sie jetzt nicht mehr die gewünschten Antworten bekommen, um das, was alles so im Leben geschieht, auch richtig einordnen zu können. Jetzt, das bedeutet also, wenn Sie so wollen, Raho in Haus 9 fördert eine Überprüfung Ihrer bisherigen Lebensausrichtung. Das kann auch die Ehe mit einschließen, weil auch die Ehe ist ein Weg, wie wir uns im Leben verankern wollen, damit wir unseren Sinn finden. Deswegen wird die Ehe auch dem 9. Haus zugeordnet. Und wenn jetzt der Rahu da drin steht, ja, dann soll eben auch von Ihrer Seite mal genau hingeschaut werden, ob Sie sich da nichts vormachen oder ob da nicht manche Dinge eben nicht im Reinen sind, die man einfach mal als Schwäche bearbeiten sollte, damit die Ehe längerfristig auch einen Bestand hat. Nun, Rahu in Haus 9 fördert dementsprechend Verlangen, dass Sie zu mehr Sinn, Glauben, einem höheren Verständnis des Lebens gelangen. Und wie will er das jetzt erreichen? Speziell jetzt in dem Monat September haben wir so, dass der Mars, der Herrscher von Rahu, sitzt ja in der Waage zusammen mit Ketu. Das bedeutet, Rahu will dies dadurch umsetzen, indem er sich jetzt mehr um die Position von Ketu kümmert. Das bedeutet, dass sich hier mehr, also das dritte Haus steht für Suche, ja, für die Beschaffung von Informationen, für Lesen, für Kommunikation. Und so könnten wir sagen, Ketu ist auch der Planet der Spiritualität, der Planet der Erlösung, dass sie sich mehr interessieren für Informationen, die ihnen in spiritueller Hinsicht helfen, aber die ihnen auch zeigen, was mit Befreiung und Erlösung, also Ketu, eigentlich gemeint ist. Letztlich ist das große Ziel, dass wir den gefährlichen Ozean des Lebens, so sagen ja die Heiligen, erfolgreich überqueren und Vorsorge dafür treffen, dass wir, wenn wir drüben an der anderen Küste ankommen, dass wir dementsprechend gute Vorsorge getroffen haben für dort drüben. Dazu müssen wir aber wissen, was wir dazu zu tun haben. Und mit der Position eben hier, Mars, Ketu in Haus 3, ist dies eben jetzt ein treibender Faktor, dass Sie hier mehr das ganzheitliche Bild bekommen des Lebensweges des Menschen, ja, also aus der hohen Perspektive jetzt betrachtet. Außerdem, jetzt bin ich schon bei Mars und Ketu, haben wir folgende Situation, dass der Mars steht für jüngere Geschwister, das dritte Haus ja auch. Das bedeutet, in dem Monat September können jüngere Geschwister irgendwie wichtiger für sie werden oder es kann auch, ja, denn Mars ist ja auch ein stressiger Planet, ja, und so kann er auch hier anzeigen, dass es ein bisschen Knatsch gibt, ja, in der Beziehung mit jüngeren Geschwistern oder, ja, ihre Geschwister selber haben eine etwas mehr, ja, sagen wir mal, frustrierende oder stressige oder konfliktgeladene Zeit. Von daher ist auch etwas angesagt, dass die Geschwister auch etwas besonders aufpassen sollten, ja, weil Mars, Ketu, schauen Sie, Ketu wirkt wie Mars, das heißt, wir haben quasi wie zwei Mars haben wir jetzt im dritten Haus, ja,
Und Mars steht natürlich auch für Unfall. Und so sollte man eben jetzt besonders, was auch die Geschwister angeht, die jüngeren Geschwister, sollten eben keine, nicht das Schicksal versuchen oder irgendwie aus Übermut, sondern sehr bewusst durch den Monat gehen, achtsam die Dinge in Ruhe machen, nicht impulsiv, weil eine höhere Unfallneigung sich hier zeigt. Es muss nicht eintreten, ja, aber man muss es ja auch nicht herausfordern. Nun komme ich des Weiteren, sei aber hier angemerkt, damit diese Energie, diese feurige Energie gut ausagiert werden kann, ist zum Beispiel mehr Sport, Bewegung, Yoga, Fitness oder so, Schwimmen gehen, ja, Joggen, das wäre ein guter Kanal. Denn diese Energie, ja, hier mit Mars und Keto in Haus 3, könnte ansonsten auch bedeuten, dass es auch zu einem gewissen Streit kommen kann mit Geschwistern, was aber nicht sein muss, ja, wenn sie auch selbst achtsam mit dieser höheren Mars-Energie in Haus 3 gut umgehen. Dann haben wir Sonne und Merkur in Haus 2. Sonne und Merkur in Haus 2 bedeutet, dass sie sehr gut einen Finanzcheck machen können im Monat September. Merkur ist ja der Analyst, der Überprüfer, der Buchhalter. Ja. Vielleicht wollen Sie Ihre Finanzpapiere wieder mal durchsehen, eine Finanzanalyse machen. Und das scheint ja auch sehr gut schon dafür zu sein, wenn Sie ohnehin beruflich karrieremäßig in der Überlegung sind. Dann sollte man auch seine finanziellen Möglichkeiten gut kennen. Was hat man für Einnahmen, was hat man für Ausgaben, was kann man vielleicht kürzen, was kann man vielleicht anders machen und. Das ist ja von daher eine recht gute Situation. Insgesamt haben Sie Venus, also insgesamt, sehr wichtig, haben Sie Venus im ersten Haus, was ja sehr bedeutungsvoller Transit ist, weil das zeigt an, dass die Arbeit wichtig ist für Sie den Monat, weil Venus regiert das 10. Haus. Aber Venus ist ja auch der Planet der Harmonie, ja, des Spaß, etwas Erholung, ja, wo man mal sagt, oh, braucht es Auszeit oder so, sich was Schönes, was Gutes gönnen, Theaterbesuch, ja, oder vielleicht ein bisschen Urlaub oder ein bisschen Auszeit, ja, oder Zeit mit der Partnerin, Zeit für die Beziehung, Zeit für die schönen Dinge des Lebens oder irgendwie Dinge, die mit den Künsten zu tun haben. Das ist ja auch eine sehr regenerierende Sache, wenn man singt oder wenn man ein Theater besucht und solche Dinge. Okay, dann haben wir aber jetzt noch den Neumond. Der ist auch am im Zeichen Jungfrau, also im zweiten Haus, worin sie ja Sonne und Merkur auch haben. Der Neumond ist am 15. September. Dies markiert schon auch nochmal, dass es Sinn macht, sich mal mehr mit den Finanzen zu beschäftigen. Der Neumond hat kein Licht. Und so wird er Ihnen um den Neumond herum, also circa 15.09. plus minus ein Tag, ein, zwei Tage, wird er Ihnen da mehr bewusst machen, wo sie sich vielleicht nicht so gut gekümmert haben um ihre Finanzen, um ihre Verpflichtungen, wodurch jetzt etwas zurückwirkt, ja, was nicht so günstig ist. Also zum Beispiel, man hat vergessen, die Steuererklärung einzureichen und jetzt kommt eine Mitteilung, dass man ein paar Zinsen nachzahlen muss. Ne? Sowas wäre das jetzt zum Beispiel. Ja? Weil man hat eine gewisse Verpflichtung, worum man sich kümmern muss, oder man hätte meinetwegen seine Heizungspauschale erhöhen müssen, damit es keine so hohe Nachzahlung gibt, hat man sich nicht darum gekümmert und jetzt kommt die Mitteilung, oh ja, jetzt muss man künftig so und so machen. Keine Ahnung. Also, es ist immer wichtig, dass wir uns um die Dinge, die materiell uns Sicherheit geben, damit wir unser Leben leben können. Wir brauchen ja Nahrung, wir brauchen gewisses Geld, damit wir unsere Dinge bezahlen können. Das braucht Aufmerksamkeit. Und
ist dadurch nochmals betont. Dann geht ja die Sonne am 24.09. in die Waage rüber. Und so sehen Sie, so wird das dritte Haus ja noch mehr betont. Das dritte Haus steht für Ihre Willenskraft. Also dann haben Sie ab 24.09. da haben Sie Energie und Willenskraft, ja, dass Sie große Dinge in Bewegung setzen können. Allerdings müssen Sie mit dieser geballten, feurigen Energie auch gut umgehen können. Ja, ich sage das immer wieder. Aber da ist eine Menge Energie da, um gut anschieben zu können. Für etwas, was Sie wollen, für etwas, was Sie suchen. Ja. Und ja, dann haben wir noch den Vollmond. Der ist am 29.09. dann im Widder. Das ist interessant, weil der Vollmond ist ja ein Geber, er gibt emotionale Erfüllung und das neunte Haus steht für Sinn. Das heißt, um den 29. September herum kann Ihnen etwas bewusst werden, Sie können etwas vielleicht verstehen, wodurch Sie oder erkennen, was Ihnen mehr Sinn gibt, ja? Was Sie einen Schritt näher bringt zu dem, wie Sie Sinn finden in Ihrem Leben. Okay, das war's gewesen für Sie, Aszendent Löwe, den Monat September 2023.